Ich bin der Andreas Bichler vom Baumgartnerhof in Natz. Wir betreiben da Obst- und Weinbau. Also als Obstbauer arbeitet man eigentlich einen großen Teil vom Jahr daran, die Anzahl an Früchten zu optimieren. Von der Blütenausdünnung zur Handausdünnung über zum Baumschnitt. Dabei muss man sich auf langjährige Erfahrung, Intuition und groben Schätzungen stützen. Das ist nicht immer leicht, vor allem mit den neuen Sorten und den sich verändernden klimatischen Bedingungen. Wir haben ein System entwickelt, was mit einfachen Handykameras und Actionkameras funktioniert und die Information pro Baum bereitstellen kann. Also das Ganze funktioniert so, dass man mit einem Handy oder GoPro an einem Traktor befestigt, ein Video von der Anlage aufnimmt. Das Video ladet man dann in die Cloud und dort wird es dann von Bilderkennungsmodellen dank künstlicher Intelligenz verarbeitet und liefert am Ende in einer Übersichtskarte die Anzahl der Blüten, Blätter, Früchte pro Baum. Das ganze Projekt läuft dann unter dem Namen Naturamon. Vorteile von dem System sind ein verbessertes Erntemanagement bei der Blütenausdünnung. Wenn man die stark blühenden Bäume stärker ausdünnt, dann kriegt man einen Wachstumsvorsprung und es hat einen größeren Ertrag am Ende vom Jahr zur Folge. Man kann Alternanzvorbeugung und Bekämpfung durch einen gezielten Baumschnitt im Winter durchführen. Und man kann gezielt durchdüngen, wo die Nährstoffe dem Boden entnommen worden sind und arbeitet damit umweltfreundlicher und kosteneffizienter. Wir planen einen Ausbau zu einem Krankheits- und Schädlingsmonitoring-System und einer Umsetzung im Weinbau. Das langfristige Ziel war, dass man am Ende die Daten nicht nur als Information nutzt, sondern sie direkt im Traktor einspeist, damit der Cell damit automatisiert arbeiten kann. Wenn man es schafft, die optimale Anzahl an Früchten pro Baum zu kriegen, dann hat man am Ende auch die beste Qualität und den besten Geschmack.